Ich bin kein direkter Rübel, aber die Brennnessel unter den Liebesblumen. Das hat Karl Valentin einmal über sein Verhältnis zu Frauen gesagt. Da passt es also, wenn der Blumenschmuck, mit dem die Stadt München an seinen Todestag erinnert, vom klirrenden Frost eingehüllt ist. Viel Andrang auch im Museum. Bei der Ausstellung zum 75. Todestag des begnadeten Komödianten. Ich glaube, man wollte gerne an Karl Valentin denken, weil es vielleicht der ureigenste Münchner Künstler ist. Zu München gehört wie der Föhn. Valentin hat einmal gesagt, mir geht es immer so mit dem Föhn, man spürt ihn immer, auch wenn er nicht da ist. Und so geht es mir mit dem Karl Valentin und der Stadt, glaube ich, auch. Man liebt ihn für seine Philosophie, die sowohl, wenn man will, intellektuell ist, wenn man es sucht, aber vor allen Dingen volksnah. Zum Gedenken an Karl Valentin wurde heute im Museum im Isartor die Sonderausstellung Krautwurst und Weißwickel – Karl Valentin und Kurt Schwitters eröffnet. Studierende des Studiengangs Kommunikationsdesign der Uni Augsburg haben die beiden Künstler posthum zusammengeführt. Dabei stellte sich heraus, Valentin und Schwitters eint mehr als das Todesjahr. Das war so ein Dienstagmorgen, wo wir einen Haufen an Material auf dem Tisch hatten. Den haben wir dann zerschnibbelt und irgendwie zusammengeklebt. Diese Collage war ein Weg für uns, diese zwei Welten von Kurt Schwitters und Karl Valentin aufeinander prallen zu lassen. Und natürlich passte das auch sehr gut zu Kurt Schwitters, der ja viel mit Collagen gearbeitet hat. Das sind eben mehrere Bereiche aus ihrem Leben, die wir verknüpft haben, die sie eben als Ähnlichkeiten haben, wie zum Beispiel das Thema mit den Frauen oder das Thema Krieg, was ja auch zu der Zeit sehr präsent war. Auch Ministerpräsident Markus Söder und Oberbürgermeister Dieter Reiter haben sich zu Ehren Karl Valentins heute im Museum eingefunden. Von der Politprominenz gab es nur lobende Worte für den Querschädel Valentin. Vielleicht auch, weil man sich im sicheren Abstand zu ihm wähnt. So, glaube ich, war er aber kein Revolutionär, aber ein Anarch. Und es schadet nichts, dem die Obrigkeit herausgefordert wird. Sagen wir so, wenn es gegen Berlin geht. Ob nun Berlin oder München, im Angesicht eines Karl Valentin wird sogar ein Oberbürgermeister dienen. Ich bin sicher, in 75 Jahren wird sich niemand über dieses Interview unterhalten. Aber über Karl Valentin vielleicht in 150 Jahren dann doch noch. Thank you.